Hallo liebe Rasenfreaks, ich habe eine Woche Urlaub hinter mir. Wir waren in Dänemark. Normalerweise ist zu Ostern der Urlaub in Dänemark eine Katastrophe mit Regen, mit Kälte. Aber dieses Jahr war das so unglaublich. Der absolute Wahnsinn. So ein schönes Wetter hatten wir noch nie. Wir fahren immer an die Nordseeküste und ich habe mich schon sehr darauf gefreut, mal so ein bisschen meine Frühblüherallergie loszuwerden. Das hat nicht ganz geklappt, weil es gab nur Landwind. Meine Pollenallergie ist nicht wirklich weggegangen. Jetzt sind wir auf dem Weg nach Hause und ich bin wahnsinnig gespannt, wie mein Rasen aussieht. Ich habe natürlich nicht gewässert, viel zu früh zum Wässern, aber es war schon wieder so trocken. Schauen wir mal. Yeah, Freaks! Wir sind da! Yes! Schnell auf den Rasen gucken, Freaks. Uiuiuiuiui, oh, der ist schön gewachsen. Aber er ist nicht so viel gewachsen, wie ich dachte. Gar nicht so viel. Er hat schon ein paar Trockenschäden. Ah, schön dicht. Aber da fehlt Wasser, da fehlt Wasser. Nein! Kacke, Maulwurfshügel. Oh nee. Wer hat gesagt, ich habe keine Maulwürfe im Rasen? Hier Feldkante. Oh, er hat noch mal geflücht hier. Wahrscheinlich ist der Maulwurf geflohen. Oh, da sind noch mehr. Oh, da ist noch einer. Freaks, da ist noch einer. Kacke. Mal schnell nach hinten gucken. Oh, vertrocknet schon. Die ersten Trockenschäden hier schon. Leute, guckt euch das an. Hier, da schon die ersten Trockenschäden. Ey, das darf doch nicht wahr sein. Im April gibt es die ersten Trockenschäden. Oh Mann. Oh, hier sieht es auch nicht gut aus. Oh, hier ist ein Poa-Anua-Feld. Das ist ja wohl der Wahnsinn. Gibt's doch nicht. Oh, hier ist auch schon Trockenschäden. Was ist denn hier passiert? Das ist ja auch interessant, hier so ein Halbkreis. Seht ihr das? Hier so ein Halbkreis. Wo kommt denn dieser Halbkreis her? Vertrocknet. Es darf doch nicht wahr sein. Was macht der Nachbar? Na, da gucken wir lieber nicht hin. Ja, das hätte ich nicht für möglich gehalten. Ich mache jetzt sofort eine Bewässerungsanlage an. Ich habe schon die Sachen rausgeholt. Man muss bei der Gardena Bewässerungsanlage immer die Ventile ausbauen, damit die im Winter nicht kaputt frieren. Das ist so ein Gardena Ventil. Die sind relativ schnell eingebaut. Ist ein bisschen fummelig. So, ich bin jetzt beim letzten Ventil. Ich habe 7 Ventile, die ich hier einbaue. Das ging jetzt relativ schnell, 20 Minuten. Und dann kann es auch schon losgehen. Dann kann ich meine Bewässerungsanlage anschmeißen. Die ist noch nicht programmiert. Es gibt so Programmiereinheiten. Das sind solche Programmiereinheiten. Die habe ich jetzt noch nicht programmiert. Jetzt einfach anfangen. Da muss jetzt Wasser drauf. Das Grundproblem bei allen Bewässerungsanlagen ist der Wasserdruck. Man muss schauen, wie viel Druck kommt aus der Wasserleitung raus. Ich habe jetzt direkt um meinem Hauptwasserhahn ein Zollrohr nach draußen legen lassen, um möglichst viel Druck zu haben. Trotzdem braucht man halt ganz viele verschiedene Kreise, um bis zum letzten Hänger am Ende des Grundstücks noch genug Wasserdruck zu haben, damit der Sprenger vernünftig läuft. Ja. Gardena ist nicht günstig, aber immer noch eine relativ günstige Alternative zu Profisystemen. Wenn ich es heute nochmal machen würde, würde ich auf ein Profisystem wechseln. Es gibt interessante Alternativen, Rainbird. Eine ganz wichtige Sache ist natürlich noch, wo kriegt man das Wasser her? Riesenproblem bei uns hier, wir haben hier kein Grundwasser, wir haben nur so Schichtwasser. Wir haben so sehr viele Lehmschichten, sehr tiefgehend. Hier kann man leider keinen Brunnen bauen, wir sind hier auf so einem kleinen Hügel drauf. Kommt man nicht ran, kostet ein irres Geld und man muss dann auch ganz aus ganz hoher Tiefe das Wasser hochpumpen.
funktioniert leider nicht. Wir haben ein sehr günstiges Frischwasser. Das kostet ungefähr, was war das jetzt? 1,20, glaube ich. 1,20 der Kubikmeter. 1,20 Euro. Ich brauche pro Sprengung so 8 bis 10 Kubikmeter. Also sind das dann so ungefähr 10 Euro, 10 bis 15 Euro pro Sprengung. Ja, das kostet Geld. Und das Brauchwasser brauche ich nicht zu bezahlen, weil es halt eben im Garten verregnet wird. Ja, das ist die einzige Möglichkeit hier. Aber wie ihr seht, bei solchen extremen Winterungsbedingungen, da kann man nichts machen. Da muss man wässern, sonst kann man das ganze Thema Rasen auch eigentlich völlig vergessen. Jetzt schauen wir erstmal, ob der Haupthahn hier auch dicht ist und nicht auseinanderplatzt. Mir ist hier schon mal das ganze System auseinandergeflogen. Als wir nicht da waren, dann lief hier stundenlang das Wasser. Katastrophe. Ich habe jetzt hier reingeschaut. Sieht alles gut aus. Das sieht alles sehr gut aus. Ja, jetzt öffnen wir hier den Haupthahn. Klack, wenn man da rauf drückt, dann hat er jetzt durchgestartet. Bop, 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 bop. Jetzt haben alle Wasserdruck. Checken wir hier. Keiner undicht. Hervorragend. Ja, dann fangen wir mal gleich mit der Südkante an. Zack, öffne ich. Und jetzt kommt die Südkante. Und da läuft es. Yes. Also. Ja. Oh, das sieht nicht gut aus. Da spritzt schon was raus. Da spritzt es schon raus. Da scheint schon was undicht zu sein. Der scheint schon undicht zu sein. Kacke! Ja, ein Kollege sagte, man muss eine Leitungsentwässerung legen. Ich habe das an der Stelle nicht gemacht. Was für ein Idiot bin ich eigentlich? Und jetzt sieht es so aus, als wenn dieser Sprenger, den ich gerade letzten Sommer installiert habe, dass dieser Sprenger schon einen Gefrierschaden hat. Das darf doch nicht wahr sein. Freaks, daraus kann man nur lernen. Ja, schönen guten Morgen, Rasenfreaks. Ich habe gestern Abend doch noch meine Anlage programmiert und die ganze Nacht laufen lassen. Nacht um 12 ist die Anlage gestartet. 6 Stunden habe ich laufen lassen und heute Morgen schaue ich auf meinen Wasserzähler und ich habe nur 8,5 Kubikmeter auf 800 Quadratmeter gesprüht. Daraufhin habe ich heute Morgen nochmal die Bewässerungsanlage gestartet, weil ich auch noch hier 2 Regenmesser installiert habe. Das ist eine sehr coole Sache, die man echt mal machen sollte. Nicht nur seine Bewässerungsanlage laufen lassen, sondern auch mal schauen, was kommt eigentlich wirklich am Boden an. Und hier seht ihr, 15 Liter. 15 Liter, also 1,5 Stunden. Also ich muss 1,5 Stunden wässern, um 15 Liter hier auf meinen Rasen zu verteilen. Hier ist noch ein zweiter. Da ist nicht ganz so viel drin. Da sind nur 12 Liter drin. Das heißt, die Sprengerverteilung ist nicht gleichmäßig. Der eine stand aber auch genau im Zentrum von 3 Sprengern. Von daher ist es auch verständlich. Hier nochmal eine Sache zum Thema Gardena. Das sind jetzt die neuen Rasensprenger von Gardena. Den habe ich auch erst 2-3 Jahre drin. Und was ist? Die blockieren. Die gehen nicht runter. Die klemmen. Also ganz ehrlich, das ist einfach nicht gut genug. So ein Ding kostet 30 Euro. Und der hier auch. Der ist nicht der einzige. Klemmt auch. Das gibt's doch nicht. Das ist einfach eben keine Profibare. Das ist immer noch Hobbybereich, sag ich mal. Da sprengt er noch. Ja, Freaks. Soweit dazu. Also, kräftig gewässert. 12 bis 15 Liter pro Quadratmeter. Das ist genau das, was man sprengen muss. Dafür muss ich 9 Stunden, was kann ich sagen? Doch, ich habe 6 Kreisläufe. Das heißt, ich muss 9 Stunden wässern. Freut mich, dass ihr wieder zugeschaut habt. Abonniert mich, das finde ich super. Schickt mir Kommentare, finde ich auch super. Gibt auch kritische Kommentare, alles gut. Ihr dürft auch kritisch sein.
Ja, und dann bis zum nächsten Mal. Wahrscheinlich geht es dann wieder um den Toro. Yes.